Wir sind wieder zurück bei Assassin's Creed 4 Black Flag und ich würde mal sagen, wir legen uns jetzt mal mit dem Konvoi an. Oder? Ich glaube schon. Bereit zu feuern! Achtung, Einschlag! Na komm! Feuer! Feuer! Erstmal um das Kleinvieh kümmern. Feuer! Gegner, Feuer! 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 Da ist diese Schwachstelle! Feuer! Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Feuer! Sie feuern, Sir! Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! Ich hab das gerade ganz gut, oder? Genau da rein! Lad nach! Bereit zu feuern! Feuer! 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 Gegner feuern! Zurück, die werden uns versenken! Diese Salve hat uns getroffen, Sir! Ich hab uns gerade aber auch erwischt. Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! So. Feuer! Schießt dahin, Sir! Feuer! Gegner, Feuer! Feuer! Da, Captain! Eine Salve genau da! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Wir sind schon nah dran, Captain! Bring uns Feuer! Wir müssen diesen Bereich neu aufbauen! Feuer! Feindliches Feuer! Wir gehen gleich runter, Edward! Was? Natürlich. Ich meine, das Schiff ist schon so gut wie untergegangen und es schießt uns noch ab. Natürlich. Ist klar. Alter. Einhol! Ich starte, da wird die nächste Mission. Komm, scheiß drauf. Ich werd's nie checken. Und? Was wirst du mit deinem Teil des Goldes tun, das wir Gouverneur Torres nehmen? Zurück nach Afrika? Dein Prinz unter Gemeinem? Ich kann nicht an einen Ort zurück, an dem ich nie war. Ich wuchs in Trinidad auf. Ein Sklave vom ersten Atemzug. Ah. Doch würdest du dich, keine Ahnung, nicht heimischer fühlen? So wie du heimischer bist in Paris? Guter Punkt. Mit dieser Haut und Stimme, wo in der Welt kann ich mich damit heimisch fühlen? Dieses Land hier ist meine Heimat. Dieses Land namens Jackdaw. Wo ich die Namen aller Bewohner kenne und sie den meinen. Wo wir zusammen arbeiten. Nicht immer aus Liebe, aber um das Land über Wasser zu halten. Ich glaube, ich verstehe. Dann nehmen wir es uns. Für die Bewohner der Jackdaw! Oh yeah! Oh, wir müssen zwei Fortverteidigungen zerstören. Das haben wir ja in der letzten Folge schon relativ erfolgreich getan. Mich ärgert das gerade immer noch mit dem Konvoi. Dass wir das jetzt nicht hingekriegt haben, das ärgert mich maßlos gerade. Wo sind das? Ohne Brickstufe 17. Na ganz toll. Ich freue mich. Auf die Türme, Captain! Boah. Das war knapp. Feuer! Die Gefahr unterstützt uns! Nein! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ja. Bereit zu Feuer! Feuer. Dort ist sie verwundet, Captain! Nein! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Der eine Turm ist schon mal zerstört und jetzt fahren wir weiter schnell. Uah. Tschüss! Oh, das könnte ein übler Kampf werden. Alter. Boah. Feuer! Da, Captain! Da sind sie am Empfang! Feuer! Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Verdammt, bist du verrückt? Feuer! Feuer! Boah, es ist gar nicht so einfach gerade. Ich glaube, wir sollten uns schützen, wenn man auf uns feuert. Da ist sie am Kopf, ein direkter Treffer. Und wir gehen runter. Wir gehen gleich runter, Edward. Ich glaube, wir verkacken es gerade wieder. Also ich. Auf die Türme ziehen. Feuer! Ein gut platzierter Schuss. Feuer! Bereit zu feuern, Captain. Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt. Feuer! Boah. Oh, das Schiff da hinten können wir entern. Probieren wir gleich mal.
Okay, jetzt haben wir verkackt. Boah, doch nicht. Alter, ist das schwer. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie brennen. Bereit zu schießen, Feuer! Sir. Geschafft. Sauber. Sie geht gleich unter. Alter, Finne. Oh, scheiße, ich kann das Schiff jetzt gar nicht mehr. Doch, können wir noch. Wir können das Schiff noch entern. Das würde ich nämlich gerne machen. Vieren und Fahrt aufnehmen. Können wir das Schiff entern? Ich würde das Schiff gerne entern. Können wir das... Warte mal. Steuerruder verlassen? Ja, müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite dran fahren oder was? Öffnet die Hauptsegel! Ah, zum Entern B halt. Jetzt aber. Scheiße, wir hätten noch die Kanone benutzen können. Habe ich gerade gesehen. Scheiße. Das wäre auch lustig gewesen. Na egal. Ach, ich hätte auch warten können, bis wir die angezogen haben. Naja. So geht's ja auch. Passt schon, passt schon, passt schon. Hallöchen, die Herrschaften. Au. Hey, sag mal. Bist du jetzt hier? Hallo. Nee, ich bin nicht Schisser oder so. Nee, nee. Ne, gegen den klappt das nicht, verdammt. Sag mal. Ey, das ist doch nicht wahr. Können wir uns hier ein bisschen regenerieren oder sowas? Na, warte mal, wir probieren es mal mit der Pistole. Was halt so, wenn das nicht geht. Nein, daneben geschossen, weil der Idiot sich bewegt hat. Verdammt. Er lebt aber noch. So. Haben wir es geschafft? Na also. Alter Schwede. Ich bin voll schlecht in dem Spiel, ich weiß. Es tut mir leid. So, wir haben Holz, Metall und 3 Crewmitglieder und wir reparieren unsere Jackdaw auf jeden Fall. Die hat's dringend nötig. So. Jetzt müssen wir noch das Vor steigen, sozusagen. Das machen wir jetzt gerade mal. Wir konnten die Jackdaw aber nicht komplett reparieren. Das ist nicht so gut. Aber das machen wir dann gleich. Ach, das ist das Vor, wo wir letztens noch davor standen. Wo mir noch gesagt wurde, der Ratter hat ja sogar die Baby gefunden. Dabei konnte man da noch gar nicht rein, weil man es noch gar nicht zerstört hatte. Beziehungsweise konnten wir so noch gar nicht angreifen. Aber Hauptsache mal wieder geflamed, ne? Naja, ich werde es nie verstehen. So, halten, andocken. Auf geht's. Alle Segel wiederholen. Dann wollen wir mal. So, und hoffentlich finden wir da oben noch ein paar Reichtümer in dem Fort. Ist ja dann schon das zweite, was wir erklimmen, beziehungsweise was wir uns quasi aneignen. Aber erstmal müssen wir den Führer quasi töten, den Kriegsführer des Forts. Und plötzlich können wir hier auch hochklettern, da sehen wir alleine an. So, da unten ist eine Truhe. Truhe. Hallo. Ja, ja, ihr könnt mich mal. Lass mich bitte da hoch. Na also. Alter, hör auf mich zu schießen. So. Da vorne ist der Offizier. Ja, Mann. Bleib stehen. So. Was, da war gerade irgendwas mit dem Mörser des zerstörten Forts?
irgendeine Nebenmission und ich konnte sie nicht lesen, weil ich gerade den Typen getötet habe. Verdammt. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Animus-Fragment und da unten ist eine Kiste, die will ich haben. Und zwar jetzt. So. Was haben wir? 301? Aha. Oh, hier ist... Boah! Alter. Die crazy people hier. Hier ist aber noch irgendwo eine Kiste. Ist die hier hinten? Ne, da geht schon mal rein. Das ist nicht so gut. Alter, was war das denn? Was ist denn hier los mit den Leuten? Die sind alle verrückt. So. Ah, hier oben ist die Kiste. Oh, hi. Ups. Ach, weißt du, komm. Ups. Na, werde ich doch. Mieser Penner. So, du kannst die Kiste jetzt ruhig aufmachen, Edward. Geht das wegen dem nicht, oder was? So. Weil wir noch im Kampfmodus waren. Na also. So, und jetzt schnell vor zum Kriegsraum dringen und... Ich denke mal, wir müssen noch den Offizier töten, ne? Also den obersten von allen. Nun hallo, Eure Exzellenz. Ich hörte schon, ihr wärt vielleicht hier. Ich kenne dein Gesicht, Pirat. Doch dein Name war beim letzten Mal nur geliehen. Ah, ich erinnere mich. Mr. Duncan Walpole. Ich vermisse ihn. Also, was macht ein Templer-Großmeister so weit entfernt von seinem Castillo? Das verrate ich ungern. Und ich schneide dir ungern die Lippen ab und stopfe sie dir ins Maul. Vor 2 Jahren setzten wir eine Belohnung auf den Kopf des Weißen aus. Und nun hat ihn wohl jemand gefunden. Dieses Gold ist das Lösegeld. Wer fand ihn? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prince. Er lebt in Kingston. Diese Geschichte ist gut, Horace. Und wir helfen gern, sie zu beenden. Doch wir tun es auf unsere Weise. Mit deiner Hilfe und deinem Gold. Oh ja. Und das Fort gehört schließlich uns. Nicht mehr den Spaniern. Damit Torres aber Augen machen. Mission beendet. Erinnerung 1. Die Force. Mit dem Mörser das Fort beschädigen. Ah, okay. Gut, hätten wir sowieso nicht mehr machen können, weil das war ja schon kaputt. Ne? Naja, gut. Aber wir haben den Offizier mit einem Sprintattentat getötet. Das ist gut. So, wir machen Fortsetzen. Alter. Tortuga, da haben wir noch ein Lager, oder was ist das? Ich weiß nicht, was ist denn das hier? Da waren wir noch gar nicht. Ich glaube, da fahren wir hin. Und hier gibt es einen Bullenhai. Waren wir hier schon? Nee, da waren wir noch gar nicht. Tortuga, ich dachte, da wären wir schon gewesen. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal dahin. So eine kleine Inselpromenade. Ich glaube, das machen wir. Nochmal so ein kleiner Ausflug zum Ende der Folge. Nachdem wir jetzt die Hauptmission gemacht haben. Captain, Bruder. Cool. Machen wir. Auf geht's. Hui. Ich glaube, dem Fort gab es ja eh nicht mehr zu tun, außer ein Marine-Job. Aber ja, die machen wir ja sowieso, wenn dann nur sporadisch mal. Aber eigentlich eher weniger. Haben wir fast nie gemacht, ne? Glaube ich. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Marine-Dinger haben wir fast nie gemacht. Auch die Assassinen-Aufträge. Haben wir bei den vorherigen Let's Plays auch nie gemacht. Bin mir überhaupt gerade nicht mehr sicher. So, und da vorne kommt schon das Inselchen. Das Inselchen, wo wir jetzt hinreisen. Ach ja, wie schön es hier nicht ist. Ah, wunderschön. So, ich glaube, wir müssen von der anderen Seite andocken. Das heißt, wir fahren einmal drumherum.
Natürlich, ein Sperrgebiet. Wie sollte es auch anders sein? Was ist das? Oh, eine Fregatte. Ich weiß halt nicht, ob wir uns mit dem Ding anlegen sollten. Okay, müssen wir jetzt mal drüben. Weitere feindliche Segel! Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Feuer! Hilft uns natürlich, ist klar. Ich schalte meine Dauerdach zu reparieren. Bereit zu feuern, Sir! Da ist die Schwachstelle! Auf dein Zeichen, Captain! Feindliches Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Na, Captain, eine Salve genau da rein! Feuer! Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Ich sehe gerade nichts mehr durch den ganzen Smog. Runter auf den Feuer! Ah, komm schon, treff die Bastarde! Feuer! Lass sie dort, Sir, das wird sie versenken! Feuer! Feindliches Feuer! Feuer! Ich kann nicht mehr einstecken! Ja, das war klar. Wir können nicht gegen eine Fregatte kämpfen mit einem Lebensbalken da oben, das funktioniert nicht. Ich will auch nur auf die Insel da drauf. Lasst mich doch dahin, Freunde. Ich verspreche, ich komme auch nie wieder nachher. Ist sie noch angewählt? Ja, die ist noch angewählt. Jetzt müssen wir da nochmal hinfahren, Alter. So, wenigstens sind wir jetzt wieder komplett ganz. So. Und nachdem wir dann die Insel da hinten mal ein bisschen durchkämmt haben, und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Material zusammen, schauen wir mal, dass wir unser Schiffchen ein bisschen aufrüsten. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Weil ich die Insel jetzt gerne noch in dieser Folge hier unter die Lupe nehmen möchte. Aber ich schätze mal, das Schiff wird jetzt auch wieder dastehen, ne? Weil wenn wir nicht drum herum kommen. Schön, dieser Gesang. Einfach wunderschön. Einfach wunderschön. Ja, die Fregatte steht da wieder. Fregatte, nicht Fregatte. Die alte Fregatte. So, pass mal auf. Ich meine jetzt Überraschungsangriff. Feuer! Am Ziel vorbei! Alle warten Befehle, Captain! Feuer! Daneben, verdammt! Ich glaube, wir treffen gar nicht, ne? Bereit! Feuer! Am Ziel vorbei! Ne, wir treffen die überhaupt. Feuer! Feuer! Ach, guck mal, das war ein Schiffchen da. Nur ein gut platzierter Schuss. Feuer! Achtung, was fertig ist! Mehrere Salven. Feuer! An auf dem Wind! So, hier bleiben wir stehen. Nicht brüllen! Boah, voll daneben, Alter. Nicht gut genug! Feuer! 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 So, ich schieße mal die Mörser hier ab, die da stehen. Dann können wir da vielleicht durchfahren. Probieren wir gerade mal. Nehmen wir es jetzt vielleicht überraschend. Ich weiß noch nicht, ob das klappt, weil da vorne ist noch so ein Teil, Alter. Achtung, Einschlag! Feuer! Alle Segelreffen! Segel setzen! Bewegung! Aufgeil! Aufgeil! Natürlich, sie trifft uns natürlich direkt. Feuer! Wir haben noch lang... Feuer! 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 Nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! So. Jetzt fahren wir ein bisschen weiter. Feuer! 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 Nein, scheiße, scheiße. Einhol. Oh, ich glaube, ich kann böse die Hose gehen gleich. Ja, das wird in die Hose gehen. Doch nicht. Ich dachte, die hauen uns jetzt weg. Naja. Feuer! Hast mein Verwalten eingebüßt! Aber stopp! Alter, fick dich doch einfach. Segel einholen. Es reicht. Die Segel aufgehalten. Feuer! Deine alle Segel reffen! Feuer! Lass sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Bereit, Sir! Da, Captain! Eine Salve genau da! Und nochmal, komm schon! Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer!
Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Feuer! Und geschafft. Oder? Feuer! Da, Captain! Eine Salve genau da! Feuer! Jetzt haben wir es geschafft. Alter. Ich glaube, mein Hamster wohnt an Ernst. Wir halten den Wind so gut wie möglich. Wir müssen dringend unsere Jackdaw aufrüsten. Das hat gar keinen Sinn. Gerade gegen solche Schiffe sind wir echt im Arsch. Also, was heißt im Arsch? Aber wir schaffen es halt nicht. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir ein bisschen updaten. So, jetzt fahren wir langsam ran. Und Enter. So, wir benutzen natürlich die Kanone jetzt mal. Das haben wir nie gemacht. Das ist cool. Das ist richtig cool. Wir brauchen uns die Hände nicht schmutzig machen. Halte das Deck sauber! So, aber nachladen müssen wir. Ach, wir können die nur begrenzt benutzen. Okay. Macht Sinn. So. Welche? Ey. Na komm. So, zwei Stück noch. Da ist der eine. Auf. Was hier los ist auf einmal. Ach, wir haben es schon geschafft. Ja. Wir sind so gut. Wir sind so gut für diese Welt. Oder so, keine Ahnung. So, was haben wir denn bekommen? Metall, Rum, schwere Kugeln, Feuerfässer und Crewmitglieder, Alter. Aber wir reparieren unsere Jackdaw. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Falls wir wieder auf Seeschlachten stoßen. So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann diese Insel hier unsicher. Denn da gibt es so ein bisschen was zu erleben. Und ich hoffe, du bist dann auch wieder mit am Start, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dahin. Ja, da wurde es zum Ende aber nochmal ganz schön ruppig, ne? Da haben uns die, hätte uns die britische Fregatte beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann hätten wir die Insel hier nicht betreten können. Das machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und da holen wir uns dann ein bisschen Bargeld, um unsere Jackdaw ein wenig, sagen wir mal, neu aufzurüsten. Ich glaube, die hat das nämlich mal ganz schön nötig. Das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge. Hoffentlich auch wieder mit dir als Zuschauer. Bis dahin.